Our next speaker is Ingrid Detloff, who is the head of the e-learning center here at Heidelberg University. So she's responsible both for the e-learning tools used here, but also for the strategy of the university. And we're happy to have her with us to give us an even broader context of today. Of MOOCs at Heidelberg University, of course. That would finish my sentence. Well, I could have taken a bit longer, I guess, to finish my sentence. Okay, thank you very much for this introduction. I switched to German. I hope most of you will understand me. And there we are. My slides are in English, so you have got a chance to understand what I want to say, even if you don't understand my language. And now it's German. Also meine Hauptaufgabe hier an der Universität Heidelberg in Sachen MOOCs besteht tatsächlich darin, aufzuklären, was genau sind MOOCs und warum könnten oder sollten wir das tun. Also das ist sozusagen bei dieser Thematik mein Dauerbrenner. Ich berichte so ein bisschen aus E-Learning-Center-Sicht, weil es gibt natürlich jede Menge Akteure, die bei dem Thema involviert sind. Und das Wichtigste ist natürlich, dass ich selber auf dem Laufenden bin, was gibt es für Entwicklungen, was gibt es für Richtungen, was sind Erfolgskonzepte, wie schaut es aus mit der Pädagogik. Also Mediendidaktik ist mein Spezialgebiet, daher bin ich auch mediendidaktisch beratend jetzt bei diesem MOOC-Projekt dabei. Das heißt, ich versuche mich auf dem Laufenden zu halten und das weiterzugeben. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum das auf den Webseiten der Uni Heidelberg alles noch nicht auftaucht, also das sind alles sehr, sehr interne Diskussionen. Ich komme da auf den nächsten Folien auch noch drauf, was wir für Stationen im Grunde hier hatten, wie wir vorgegangen sind. Ganz wichtig, Pro- und Contra-MOOC-Diskussionen. Also ich denke, das kann sich jeder vorstellen, an jeder Einrichtung, die über MOOCs nachdenkt, gibt es solche Diskussionen, bei uns an der Uni Heidelberg natürlich auch. Also Pro, klarer Argumentenbereich wäre Marketing, Internationalisierung. Wünschenswert natürlich auch Verbesserung der Lehre, innovative Konzepte und der gesellschaftliche Auftrag letztendlich. Ein großer Vertreter hier in Sachen MOOCs an der Uni Heidelberg ist insofern auch unser Prorektor für Internationales, Professor Hermann, der heute leider nicht dabei sein kann, obwohl er sehr interessiert jetzt gewesen wäre hier am Thema. Das heißt, diese Listen Pro und Contra einfach immer so ein bisschen aktuell zu halten, Leute zu informieren, ist tatsächlich eine meiner Hauptaufgaben im Bereich MOOCs. Bring people together, ja, also das ist tatsächlich auch ein Faktor, wie beim E-Learning insgesamt, kann man natürlich einen MOOC nicht alleine stemmen als Dozent. Das ist relativ illusorisch, das heißt, es sind viele Bereiche der Uni involviert und da geht es jetzt auch einfach mal darum, die einzelnen Bereiche erstmal zu identifizieren und mit ins Boot zu holen. Und da werden wir gleich auf den nächsten Folien auch sehen, wer da alles mit dabei ist bisher. Ja, Literature Review, auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Also ich sichte schon seit mehreren Jahren im Grunde die MOOC-Literatur international insbesondere auch, weil es gerade für die Uni Heidelberg sehr, sehr interessant ist, was international auch läuft. Und gebe entsprechend da Empfehlungen dann auch weiter hier an interessierte Kollegen. Beispiele zeigen, auch das ist ein Part meiner Aufgabe. Das heißt, ich informiere, welche Plattformen sind zurzeit sozusagen angesagt, wie schauen da die Konzepte aus. Und wenn ich gerade mal zum letzten Punkt springe, Platform Selection, also auch da war ich sehr, sehr stark involviert. Das ist bei uns alles noch nicht 100% abgeschlossen. Das ist sozusagen Work in Progress, welche Plattform wir dann vielleicht endgültig nehmen oder ob wir auf mehreren vertreten sein werden. Entsprechend, wie Kollegin hier schon erwähnte, OpenEdX ist momentan unser Ansatz, also eine lokale Plattform auf der Basis von EdX, weil uns eben auch diese Oberfläche von EdX.org sehr, sehr gut gefällt. Wir hatten auch entsprechend mit den Anbietern verhandelt bzw. uns informiert, also Coursera, EdX, FutureLearn, Iversity, wie eben die Bedingungen für eine Teilnahme der Uni Heidelberg wären. Erfreulicherweise wollten uns alle haben, also das ist sozusagen der positive Part. Wir hatten dann halt die Qual der Wahl und haben uns jetzt einfach, um die Entscheidung noch so ein bisschen genauer zu durchdenken, entschieden, erstmal jetzt hier lokal entsprechend zu starten. Und
bei der Plattformauswahl hat man natürlich auch so ein bisschen die C-MOOC und X-MOOC-Diskussion. Also das heißt, was für eine Sorte MOOC, wenn man jetzt diese zwei großen Richtungen mal nimmt vom Ansatz her, wollen wir überhaupt anbieten, weil da hängt ja auch die Plattform von ab. Also es kann ja durchaus auch mal sein, wenn man stärker Richtung C-MOOC geht, was ich auch für die Uni Heidelberg durchaus anbieten würde von der Fächervielfalt her, dass wir das dann eben entsprechend gänzlich ohne so eine dezidierte MOOC-Plattform machen, einfach auf einer anderen Technik basierend. Ja, also ich weiß es nicht, die meisten kennen sich, glaube ich, schon sehr, sehr gut aus hier vom Teilnehmerkreis, was MOOCs betrifft. Deswegen, ich möchte jetzt hier heute keine Einführung in, was genau ist ein MOOC machen. Also die Heidelberger Kollegen sind herzlich eingeladen, sich dann sowieso bei mir zu melden. Und ich möchte nur diese eine Folie zeigen, weil ich die immer sehr, sehr relevant und wichtig finde, um einfach mal darauf hinzuweisen, wovon reden wir eigentlich. In der oberen Zeile sehen wir sehr schön Connectivist Branch. Der Begriff MOOC kommt ja eigentlich aus der kanadischen Ecke, George Siemens, Stephen Downs, und wurde dann von der Stanford-Ecke sozusagen für diese X-MOOCs, wie wir sie jetzt nennen, verwendet. In den Medien sprechen die meisten Leute, wenn sie von MOOCs reden, von X-MOOCs, also diesen stark plattformorientierten, videokonzentrierten Plattformen. Das heißt, das Ganze ist schon eine längere Angelegenheit. CCK08 war eben im Jahre 2008 dieser konnektivistische Ansatz. Und was uns da eben für das Thema sehr, sehr zugutekommt, sind solche Open Educational Resources Dinge, weil ohne das geht es letztendlich auch nicht. Und MIT Open Courseware sieht man links unten in der Grafik. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Part gewesen, um überhaupt diese Entwicklung entsprechend weiterführen zu können. Gut, jetzt habe ich zwei Folien zum Thema MOOC Discussions Insights. Das kann natürlich die Sache wirklich nur anreißen. Ich wollte es einfach mal so ein bisschen darstellen von der Breite her, was war bei uns aktuell. Und wenn Sie sich wundern, warum jetzt hier Teleteaching steht, also das soll jetzt einfach mal darauf hinweisen, dass natürlich jetzt nicht MOOCs eine völlig neue Sache sind und vorher haben wir nie irgendwie Online-Lernen und dergleichen gemacht. Ganz im Gegenteil, wie mir jetzt Prorektor Herrmann jetzt kürzlich nochmal sagte, weil das war vor meiner Zeit. In der Tat 1998 gab es hier in Baden-Württemberg starke E-Learning-Initiativen im Bereich Teleteaching von mehreren Universitäten. Ich glaube, Karlsruhe war auch mit dabei. Das ging dann auch schon Richtung Virtual University. Diese Initiativen wurden so jetzt nicht weitergeführt. Da gab es wohl auch irgendwie Akzeptanzprobleme. Und insofern hat sich das jetzt auf eine andere Art und Weise weiterentwickelt, über viele, viele Stationen hier in Heidelberg, die ich Ihnen jetzt nicht heute hier erzählen möchte. Auf jeden Fall, wir verfolgen internationale Entwicklungen. Ich hatte tatsächlich hier 2011 den ersten deutschen MOOC, den Open Course 2011, auch hier in meinem E-Learning Center Blog beworben. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Leute das dann wirklich verfolgt haben, aber ich habe zumindest das E-Learning Center, seit ich den Versuch gemacht, auf diese Entwicklung damals eben auch hinzuweisen, habe da selber auch sehr rudimentär teilgenommen. Seitdem habe ich an etlichen MOOCs teilgenommen, also auf vielen, vielen Plattformen, vielen Konzepten. Eine wichtige Station für uns war tatsächlich auch die iVersity MOOC Production Fellowship in 2013. Weil das tatsächlich was war, was man nicht übersehen konnte hier an der Uni. Das heißt, die Werbemaßnahmen von iVersity hatten eine unglaublich breite Resonanz. Also da haben mich dann auch Leute angesprochen von Richtungen, wo ich es gar nicht gedacht hätte, von wegen, worum geht es da bei dieser ganzen Sache. Es gab ja sehr viele Bewerbungen für die MOOC Production Fellowship. Die Uni Heidelberg hat auch drei Projekte mit eingereicht, die leider nicht genehmigt wurden. Und aufgrund, sage ich mal, der zu dem Zeitpunkt eben auch noch gar nicht absehbaren Finanzierung, wurden diese Projekte jetzt bei uns auch erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt und noch nicht realisiert. Ein Gewinner der MOOC Production Fellowship ist ja heute Nachmittag bei uns, Christian Spannagel, hier von der PH schräg gegenüber, hätte ich beinahe gesagt, gut, von der Altstadt hier ist ein bisschen weiter weg. Der kann uns dann ja noch berichten über den Mathe-MOOC, der da auch entsprechend sich beworben hatte und jetzt inzwischen auch durchgeführt wurde mehrfach. Genau. Weitere Stationen hier jetzt intern waren eine Studiendekanerunde. Das heißt, wir haben das hier in unseren lokalen Gremien an der Uni Heidelberg ab, das Thema. Studiendekanerunde in der Form, dass ich da kurz vorgestellt habe, was sind MOOCs, was sind Pro-Kontra-Argumente und dass wir auf die Art und Weise eben auch eine Diskussion hier angestoßen haben an der Universität. Es gab letztes Jahr im Herbst einen Wechsel des Prorektorats, also wirklich komplett andere Leute, das heißt, die haben das Thema dann übernommen im Herbst
Und wir haben im Rektorat, also ich bin parallel zur Leitung E-Learning Center, auch Stabsstelle E-Learning beim Rektorat, meine Stelle gehört zum Rektorat, haben wir im Rektorat eben entsprechend mit den Kolleginnen für Studium und Lehre und Internationales darüber gesprochen, was können wir machen, was wollen wir machen. Das sind auch noch Diskussionen, die noch laufen. Dann zu der besagten Erweiterung an der Uni, also ganz, ganz wichtig, Kommunikation und Marketing, weil ist klar, die müssen mit im Boot sein. Die Kollegen wollten heute auch kommen, konnten leider zugbedingt nicht, habe ich gehört, was schade ist. Dann natürlich hier unser Dezernat Studium und Lehre, die das auch massiv betrifft. Da sind eben auch solche Einrichtungen verortet wie die Hochschuldidaktik, die wissenschaftliche Weiterbildung, mit denen wir auch zusammenarbeiten, E-Learning Center-seitig. Und last but not least das Universitätsrechenzentrum, weil die eben entsprechend für die Technik unerlässlich sind, also auch der ganze Bereich Multimedia-Produktion und Plattform in dem Fall, das ist so ein bisschen beratend von Seiten des Rechenzentrums mit anvisiert. Gut, ich weiß gar nicht, wie bin ich in der Zeit? Okay, ich fasse mich kurz. Genau. Wir hatten im Laufe dieses Jahres eben mit dem neuen Prärektorat auch zwei interne Workshops. Deswegen haben Sie da auch die Gäste hier nichts von gehört. Das waren auch Workshops, um einfach nochmal interessierte Kollegen anzusprechen, zu begleiten, zu informieren. Bei dem Workshop im März habe ich dann auch unsere Testinstallation der Open-EdX-Plattform vorgestellt, einen kleinen Musterkurs gezeigt, um einfach mal Lust auf das Thema zu machen, und die Begeisterung war also sehr, sehr groß. Ich war sehr erstaunt. Also die Oberfläche kam unglaublich gut an und die Möglichkeiten, was bis hin zu führte, von wegen, dann können wir jetzt unsere Moodle-Plattform abschaffen. Also das war natürlich nicht in der Sache, weil das zwei völlig getrennte Sachen sind. Also auf jeden Fall, da hatten wir große Resonanz. Parallel habe ich dann begleitet interessierte Dozenten, Professoren, die sich vorstellen könnten, hier ein MOOC-Projekt zu machen. Also auch gerade auch so ein bisschen mit mediendidaktischer Beratung. Und momentan sind wir tatsächlich am Punkt, dass wir ein ernstzunehmendes, richtiges Projekt haben, was jetzt auch laufen wird, weil auch da eben Gott sei Dank diese Finanzierung von außen uns da stark unterstützt. Und zwar den MOOC von Frau Hacker und Frau Neuwoldning zum Thema Academic Writing. Wir haben weitere Sachen in der Pipeline mit Finanzierung und dergleichen. Das ist tatsächlich noch ein Work-in-Progress-Thema. Sehen Sie auf der nächsten Folie dann auch noch. Und was ich auch erwähnen wollte, also wir denken auch natürlich über solche Konzepte nach, wie Inverted Classroom, das zu kombinieren, weil ein vielfacher Kritikpunkt bei MOOCs sind ja von wegen, warum machen wir das jetzt eigentlich, was haben die internen Studierenden davon? Ich sage mal, bei Academic Writing liegt es auf der Hand, natürlich haben die internen Studierenden von dem Thema was, aber bei vielen Spezialthemen, sage ich mal, für die die Uni Heidelberg auch steht, wäre dieser Aspekt natürlich etwas schwieriger. Ja, auch die wissenschaftliche Weiterbildung bei uns hat schon Interesse angekündigt, da in Richtung MOOC zu gehen, da etwas anzubieten. Und hier meine letzte Folie zum Thema Work in Progress, das trifft es ganz gut. Das ist natürlich ein Thema, was immer weitergeht und sich weiterentwickelt. Also auch da ist viel Arbeit, einfach zu schauen, was tut sich. Und gerade der Kollege Ebner, den ich da sehr intensiv verfolge, ist da sehr, sehr hilfreich auch für uns mit den diversen Veröffentlichungen, Checklisten, Erfahrungsberichten zum Thema MOOCs. Was wir nach wie vor auch noch machen wollen müssen, ist schauen, wer an der Uni Heidelberg käme für den MOOC in Frage, wer möchte oder wo könnte sich die Uni-Leitung jetzt vorstellen, weil das Thema einfach sehr, sehr geeignet wäre jetzt für die Uni Heidelberg, für die Sichtbarkeit. Also da sind wir dran und natürlich diese ganzen Fragen, Qualitätsmanagement, Multimedia-Produktion, wie begleiten wir das? Auch die Frage der Anerkennung von MOOCs begegnet einem ja in der Praxis und der Literatur ständig. Also da sind wir, glaube ich, auch noch nicht so weit. Und Copyright ist natürlich auch ein massives Thema. Also § 52a können wir natürlich überhaupt nicht verwenden dafür. Also da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Aufklärungsbedarf hier. Auch bei unseren lokalen Dozenten, die dann tatsächlich ihre Inhalte sehr, sehr überarbeiten oder komplett neu entwickeln müssen teilweise. Gut, also das soll es gewesen sein als kleiner Einblick hier in die Entwicklung der Uni Heidelberg jenseits dieses wunderbaren Projektes. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und stehe natürlich heute im Laufe des Tages auch noch für Fragen zur Verfügung. Applaus